Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Oase Filteranlage von Benjamins 20.000 Liter Teich. Ich habe es im vorangegangenen Blog schon mal erwähnt. Es war ein Vorführmodell von der Firma Kölitzo und hat von daher nur 750 Euro gekostet. Seit knapp 3 Jahren im Einsatz, weil am Anfang hat Benjamin einen anderen Filter gehabt und der hat ihn aber dann relativ schnell aufgeregt. Dann hat er auf den hier gesetzt und den könnt ihr in der Biologie mal ein bisschen reinigen. Das ist aber schnell passiert, aber jetzt erstmals Frühjahr kommen lassen. Und ja, von der Dimensionierung reicht, die Biomodule sind jetzt nicht die allergrößten. Da hat er vielleicht, keine Ahnung, 1000 Liter Biomaterial drin. Da würde ich mir ein weiteres Modul oder nochmal eine zusätzliche Biologie wünschen. Aber er hat auch noch nicht viele Fische im Teich. Von der Laufleistung, Betriebssicherheit top. Er sagt, er hat noch nie einmal ein Problem mit gehabt. Er hat vorne eine Bitron UV-Lampe, 120 Watt. Das heißt, er hat 6 Watt pro Kubikmeter. Ist ein super Wert. Viele haben dann nur 3, 4. Bezahlen das dann aber auch irgendwann mal mit einer leichten Algenblüte. Und die Algenblüte haben wir auch schon oft gehabt. Die muss nicht so durchschlagend sein, dass man nur eine Sichttiefe von 30 cm oder von 3 cm hat, sondern häufig ist es so, wenn man in die Tiefe guckt und gerade die metallicfarbenen Koi, wenn die Sonne reinscheint, strahlen das ab, dass sie dann so einen Heiligenschein außenrum bekommen. Das ist ganz häufig eine leichte Algenblüte. Oder wenn sie in ihren Skimmer reinschauen und dort Schaum haben, dass der Schaum grün ist, auch so ganz klassisch. Aber das wird hier sicher nicht passieren. Und was er auch zu 100% richtig gemacht hat, er hat 2 günstige Pumpen sich angeschafft. Da waren ihm die Oase zu teuer. Und die saugen hier im Teich an und drücken es dann in den Filter rein. Und da hat er 40.000 Bruttoleistung. Jetzt im Moment laufen sie nur mit 30%. Und das kann man immer so als Faustformel. Wenn Sie wirklich davon ausgehen, bei einer gepumpten Anlage ohnehin, dass Sie circa die Hälfte an Bruttopumpenleistung verlieren. Wir haben ganz viele unterschiedliche Pumpentypen mit unterschiedlichen Drosselkurven. Und wir wissen ja, die Drosselkurve ist die Charakteristika Höhe zu Volumen, in welchem Betriebspunkt die Pumpe wie hoch drückt oder respektive wie viel Wasser bringt sie bei welchem Gegendruck. Aber gehen Sie auf jeden Fall, wenn Sie kein Pumpenexperte sind, wenn Sie sich es nicht ausrechnen lassen wollen oder selber ausrechnen können, gehen Sie davon aus, dass Sie vom brutto angegebenen Wert die Hälfte verlieren. Schade ist an der Anlage, er hat sie vor 3 Jahren gebaut, wäre eigentlich alles prädestiniert gewesen, hier unter das Deck irgendwo einen Schwerkraftfilter drunter zu machen und das nicht im Garten rumstehen zu haben, ist optisch nicht so schön. Und wir wissen, gerade Überwinterung haben wir sehr viel davon gehabt, die Auskühlung des Teiches ist dann nicht so optimal oder ich müsste halt isolieren. Aber auch ein bisschen ungeschickt, dass die Pumpen jetzt direkt am Boden ablaufen und am Skimmer ansaugen. Wenn der Schmutz kommt, muss er wahrscheinlich relativ häufig mal die Laufräder sauber machen. Wie oft musst du das machen? Ja, so 2-3 Mal im Monat. Ja, so, und jetzt kommt genau das Problem und darum sollten Sie das so nicht machen. 2-3 Mal im Monat muss er die Anlage, muss er die Pumpenlaufräder sauber machen und das ist natürlich absolut lästig und das will man auch nicht machen. Und ich zeige Ihnen gleich, wie die eingebaut sind. Da müssen Sie eine Vorfluterkammer machen, da irgendeinen groben Sieb, der zumindest das zurückhält, der zum einen das zurückhält, was Sie an was die Pumpenleistung oder was das Laufrad der Pumpe nicht mehr fördern kann. Ja? Und da werden Sie sich wundern, die Pumpen können vielleicht 3-5 mm irgendwo. Und der zum anderen so groß ist, dass Sie da nicht jede Woche ran müssen, weil sonst ist das alles ein Schmerz im Arsch. Was bringt mir hier ein Trommelfilter, der selbstreinigend ist, wenn ich hier wieder das berühmte Nadelöhr habe, wo dann das Wasser nicht durchkommt? Oder ideal, wenn Genesis gepumpte Anlagen baut, dann gehen die mit ihren Greenstream-Pumpen ran. Und das heißt, Schmutzpartikel bis 3 cm, also die hauen alles durch. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass da mal eine wegen Verstopfung stehen geblieben ist. Und das zeige ich Ihnen jetzt alles mal. Das hier ist das sind die Biokammern. Die sind schon etwas verschmutzt, muss man so sagen. Hier, die hat sich gerade ein Bier eingeschenkt. Auch witzig, die schäumt. Die schäumt brutal. Die schäumt ein bisschen. Und die schäumt auch ein bisschen, aber bei weitem nicht so stark. Sind alle 3 belüftet. Das ist auch wichtig, dass überall das Zeug hinkommt. Und dass die hier weiß sind, das hängt einfach damit zusammen, dass die nicht im Wasser sind. In dem Moment im Wasser sind sie richtig stark besiedelt. Und hier haben wir den Trommler. Seit 3 Jahren
ein treuer Partner für Benjamin. Und das hier ist was, das würde ich auf jeden Fall umbauen. Wahrscheinlich muss es auch irgendwann mal umbauen, weil hier die Holzkiste ist auch am Nachgeben. Und da kommt man auch nicht vernünftig ran, um die Leitung zu reinigen. Und hier noch der Zugschieber, nur Gott weiß, wo der zweite ist. Und hier hinten die Luftpumpen, die dann zum Filter und zum Teich gehen. Hier seine Controller für Pumpen und Trommelfilter. Seine Bidron am Eingang zum Trommler. Und der Trommler ist schön sauber. Machst du den ab und zu sauber, das Sieb? Wie oft? So einmal im halben Jahr. Einmal im halben Jahr macht er sauber. Und ansonsten sieht das alles gut aus. Hier Abwasserleitung für Trommelfilter und dann für die einzelnen Module, dass man sie ablassen kann. Und dann von hier geht es zurück in den Teich. Einmal links hinten und einmal rechts vorne. Und im vorangegangenen Block hatten wir es ja schon, dass die Belüftung entweder hier rüber oder da hinten links hin gehängt werden sollte. Dann noch mit einer kleinen Strömungsplatte versehen und das Ganze ein bisschen schmaler, dass sie vielleicht nur so maximal ein Drittel von der Teichbreite hat. Jetzt haben wir ca. die Hälfte und dann beschleunigt das mitgerissene Wasser die Strömung und so arbeitet es dagegen. Also eine funktionierende und günstig, sehr günstig gekaufte Oase Trommelfilteranlage. Und was ich aber wirklich an seiner Stelle noch richten würde, wäre hier hinten die Geschichte mit den Pumpen. So sollten Sie das auf gar keinen Fall machen, weil die Pumpenlaufräder nicht geeignet sind. Irgendwelche Algen, Blätter, sonst irgendwas, auch ein kleiner Stein kann schon genügen, dass das Ganze verstopft. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.